Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay. Kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat es endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. 3 Jahre dauert das Ganze jetzt schon. 3 Jahre zu lang. Wir kriegen sie, Boss. Team ist startklar. Die BSAA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein, das ändert gar nichts. Miranda töten, Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen! Roger. Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Ist schon eine Weile her seit unserem letzten Einsatz. Welcher war's noch gleich? Die Wüste? Ich hab das Beobachten satt, bin völlig eingerostet. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Okay, das ist jetzt mal ein Turn hier. Okay, das ist ja mal ein Story-Twist. Ethan ist tot und wir sind jetzt Chris. Ja, und... Ha. Ja, na dann, führ mal dein Wolfspack an hier, dein Wolfsquad. Wir holen uns Miranda. Okay. Ja, okay. Machen wir das mal. Ach du Scheiße. Ja. Hey Alpha, sieh mal. BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen Ausschau. Okay. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. Okay, ich hab Power. Okay. Also geht's weiter im... Oh Gott. In dem Dorf. Westliche Route sicher. Rücke aus. Verstanden. So, ich gehe jetzt mal von aus, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie noch looten oder so. Also, bis auf hier solche... Ich denke, der Weg wird direkt sein. Aber hier ist noch ein Klo. Kann ich das öffnen? Nee. Ah, okay. Also die Sachen sind wirklich alle verschlossen. Das heißt wirklich instant. Auf dahin. Was ist das für ein Ding? Das ist alles Mutamizid. Dort finden wir sicher Miranda. Okay. Na los.
Kann ich hier irgendwas mit den Dingern machen? Muss ich die abschießen? Oder einfach dran vorbeilaufen? Ja, wenn man dran vorbei war. Oh! Fuck. Wow, 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 wow! Oh shit, schnapp dir mal die andere Knipse. Hinter mir? Nee. Gut. Verdammt, der Weg ist blockiert. Ganz ruhig. Der Weg ist ganz ruhig. Ja, okay, dann gehen wir mal außen rum. Boss, ich bin's. Bin auf Position und bereite volle Unterstützung vor. Dauert nicht lang. Verstanden. Hier Tundra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bedien dich. Ja, das mach ich. Nice. Muss ich denn hier rein? Nee, ne? Oh, krass. Cool. Konntest du oben durch? Oben nochmal in das Haus? Wie oben? Achso, hier meinst du? Huch. Ja, sorry. Oh, da reicht sogar ein Schuss. Okay. Ich hätte immer gedacht, ich brauche mal zwei. Aber hey! Hey, hey, hey. Ist hier eigentlich noch was? Feinet? Von einer Mutamycet-Kolonie dieser Größe habe ich noch. Okay, wait. Oh, so weit kommst du glücklich nicht. Jetzt bräuchte ich das Schnupper. Warte. Mann! Ja. Aber hinter uns war noch. Ich hab dich im Blick, Boss. Ganz weiter. Ja, die Waffen haben echt Power, Alter. Blöd. Wenn meine Mutter das sehe, wird sie denken, sie sei in der Hölle gelandet. Naja, oh, ein paar ordentliche Headshots zu vergeben, mein Freund. Oh, ja, ist trotzdem sehr aufregend. Okay, Lobo. Ich markiere das Ziel. Alles klar, Boss. Wie jetzt? Oben markieren. Oben. Okay, lädt. Muss nachladen. Warte kurz. Da kommt ein Schwarm auf dich zu. Oh. Kann ich immer noch nicht. Geladen bis zum Anschlag, Boss. Ach, jetzt hast du geladen, ja? Jetzt. Nase, Alter. Ja, doch schon mal Lobo schneller dauert ein bisschen. Huch. Der Pilz breitet sich rasant aus. Irgendwas muss ihn stimulieren. Das wird nix. Die BSA greift die Biowaffen an. Du hattest recht, die haben es auch auf den Megamyzeten abgesehen. Aber jetzt. Dauert einen Moment, das Ziel zu erfassen. Haltet ja, dauert nix. Zum Glück habe ich genug Schuss, meine Freunde.
Ja, warte kurz. Ich muss mich mal ganz kurz hier mit beschäftigen. Gucken, ob das funktioniert, was ich mir so vorstelle. Abgefeuert. Nice. Wie gefällt dir das? Okay, da unten muss der Megamix jetzt sein. Also schön souverän gemacht, das Ding. So, wo müssen wir hin? Wir müssen hier... Da rein in die Krater. Ground Zero. Ich habe einen Eingang gefunden. Gehe jetzt rein. Ihr bleibt zurück. Boss, klar. Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. So, genau, wie sieht's denn überhaupt gesundheitstechnisch? Sieht's noch gut aus? Okay, cool. Okay. Ist jetzt dein Ernst? Was ist das? Oh nee. Ja, ich will hier runterspringen. Ich bin mit dem Hammer, wa? Bewachst den Megamix hinten, was? Alter. Sag mal, ein Morgenstern. Alter. Kann ich mich abrollen? Bringt nichts. Bringt ja gar nichts. Also du kannst dich glücklich am Rücken treffen, aber vorne ist er gepanzert. Oder an dem Parasiten halten. Okay. Nein. Au. Es war mir fast klar, dass du sowas machst. Gottes Willen, Alter. Steht doch keiner mehr an so'n Ding. Okay, markiere das Ziel per Laser. Immer mit der Ruhe. Ja, wie schmeckt dir das? Ich muss nachladen. Warte kurz. Okay, komm. Ah, ich dachte, ich krieg nochmal ausge... Danke. Ey, es ist ein Morgenstern, Alter. Aua. Ja, der tat weh. Wham. Gib mir mal ganz kurz mal so eine Spritze. Ja, der ist ja jetzt tot, oder? Den sieht nicht übel aus. Oh, okay. Ich gehe weiter. Der Rest von euch bleibt oben. Okay. Oh, Junge. Und unser Ziel ist es ja wahrscheinlich immer noch... Wenn Mia Miranda wo ist dann genau. Mia? Denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda ich von auch nicht. Wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Yeah. Auf Mutterleaks. Ist ja mal ein Kado, Alter. Der Megamizet. Alpha Antem. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. Ein zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen das Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay. Viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie.
Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Dazu war nicht die Zeit. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Das muss Mirandas Labor sein. Die ist so krank. Frankensteins Höhle, Alter. Proband Salvatore Moron. Cadeau-Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Cadeau hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, die Mutation zu kontrollieren. So viele Mängel. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay. Ja, dann ist das nächste Buch. Proband Alcina Dimitrescu. Cadeau-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis. Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband Karl Heisenberg. Cadeau-Kompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die einst Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Er kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umher bewegen. Herausragendes Experiment, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Na, die wird's jetzt sein. Die Puppe. So, Proband Donna Beneviento. Cadeau, Kompatibilität, gut. Und Funktion normal, aber schwere Geisteserkrankung. Körperlich nicht vom Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, die der Mutamizet-infizierten Pflanze kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Cadeau in ihre Puppe verteilt. Um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay, also alle sind so nicht geeignet. Na, alle wunderbar. Nicht geeignet. Na, deswegen Rose. So, da haben wir nochmal das Cadeau. Hallo! Und so in der Glas so dumm, dumm, dumm. Damit kontrollieren sie Fische. Was haben wir hier? Mhm. Ah. Aha. Okay. Mhm. Aha. Das ist Miranda? Scheint so. Attraktive Frau. Ah, guck mal, das ist Evelyn. Evie. Ach, dann hat sie an Evelyn gearbeitet. Na, das ist natürlich an ihrer eigenen Tochter. Nee, Evelyn war nicht ihre Tochter. Nee? Nee. Mhm. Miranda, ich bedauere zutiefst, dass sie auf so unpersönliche Weise kontaktiert zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihr reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckenden Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich bin die Offenbarungen,
die mir während meines Besuchs in ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sie ihre Überzeugungen von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne, verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, die sich exponentiell ausbreitenden Infektionen, die ich anstrebte. Das muss ich nochmal lesen kurz. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen, für die sich exponentiell ausbreitende Infektionen, die ich anstrebte. Was? Naja, ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermeldete Abreise. Ich bereue noch heute, Ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimischer Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über die wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Nice! Spencer war übrigens... Hier? Ich glaub's nicht. Nach dem war auch die Villa benannt. Ne? Im ersten Teil. Spencer-Anwesen. Mm, okay. Einer der Urgründer von Umbrella. Ne? Wie war da? Also so möchte Capcom quasi die Sachen die miteinander... Brücke schlagen, genau. Ah... Nimm die Hände hoch. Amber Eis hier Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott, du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen, alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein, du irrst dich. Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist.